es geht hier echt wie im Prinzip mitten durch den Urwald. Und genau so schaut der Ho Chi Minh Highway aus. So, jetzt kommen ein paar Kurven. Schaut euch diese Landschaft an. Jo, ich mache jetzt noch einen kleinen Abstecher zum Ho Chi Minh Highway. Weil ich fahre ja im Prinzip nur den Highway Nummer 1 von Saigon nach Hanoi hoch. Und ja, der Ho Chi Minh Highway, das war der ursprüngliche Weg von Saigon, Ho Chi Minh Stadt, nach Hanoi. Der Weg, der führt wirklich kreuz und quer durch Vietnam oder ja, fast auf direkter Strecke durch Vietnam, durch die Berge vor allem, viele Kurven. Und ja, also das ist halt der ursprüngliche Weg. Und der wird halt mittlerweile nicht mehr so viel befahren. Und das ist wirklich, wenn ihr den gleich sehen werdet, es gibt welche, die fahren nur diesen Weg. Es gibt Backpacker, die fahren nur den Ho Chi Minh Highway. Und das ist wirklich krass. Weil, ihr werdet sehen, die Straße, das ist fast nichts. Das sind vielleicht 4 Meter breit, so Betonstellen. Betonblöcke, und es geht wirklich Kurve, 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 bergauf, bergab. Einem kommen LKWs manchmal oder Busse entgegen, die ja die ganze Straße brauchen. Natürlich nicht bremsen. Und man ist wirklich am Arsch der Welt zum Teil. Manchmal kommt wirklich eine Stunde lang niemand entgegen oder so. Ja, wenn da irgendwas ist mit dem Moped, dann hat man ja wirklich die Arschkarte gezogen. Und ja, ich werde zumindest jetzt einen kleinen Abstecher dorthin machen, um das mal euch zu zeigen und selber mal zu erleben. Und ja, schauen wir mal. Dazu müssen wir auch in den Phong Nha Nationalpark reinfahren und ein Ticket lösen. Ja, es geht hier echt wie im Prinzip mitten durch den Urwald. Wir sind im Phong Nha Ke Bang Nationalpark. Und es ist im Prinzip Urwald. Hier gibt es auch zum Beispiel Affen, die sich von Baum zu Baum schwingen. Und das ist jetzt noch der Weg die Straße zum Ho Chi Minh Highway. Ho Chi Minh Highway, der kommt erst noch, der geht mitten durch den Park durch. So, hier ist jetzt die Kreuzung vom Ho Chi Minh Highway. Keine Sorge, so gut ausgebaut ist er nur hier an der Kreuzung. Es wird schon noch enger, und zwar jetzt. Ja, so. Genau hier, Phong Nha Ke Bang Nationalpark, das Schild. Und genau so schaut der Ho Chi Minh Highway aus. Und so schlängelt er sich wirklich von Ho Chi Minh City, Saigon bis nach Hanoi. Durchs ganze Land. Wie gesagt, das sind so Betonplatten, die sind vielleicht 4 Meter breit. Und ja, die Kurven, die kommen jetzt auch gleich noch. Werden wir gleich sehen. So, jetzt kommen ein paar Kurven. Sind wir lieber vorsichtig. Kies, Schotter, Holzsplit, Dreck, nass ist es auch noch. Sand. Ja, und so kurvig ist wirklich ein großer Teil vom Ho Chi Minh Highway. Wirklich sehr großer Teil. Ist total kurvig. Schlängelt sich an den Bergen entlang. Muss höllisch aufpassen wegen LKWs und Bussen, wenn mal einer kommt.
an schnelles Vorankommen ist hier eigentlich gar nicht zu denken. Und wie gesagt, wenn man hier liegen bleibt, hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Da darf man warten. Ja, mal geht's bergauf, mal geht's bergab. Bergab muss man natürlich noch mehr aufpassen. Bremsen sind ja nicht allzu gut. Motorbremse hilft auch nicht viel, eigentlich gar nichts. Die 100 Kubik. Und dann geht's da rum um die Kurven. Immer dran denken, in den Kurven kann jederzeit auch ein Fahrzeug entgegenkommen, was die ganze Strecke braucht, die ganze Streckenbreite. Und so schlängelt es sich durch. Schaut euch diese Landschaft an. Das ist doch der Hammer. Überall kleine Berge voll mit Bäumen und Urwald. So, wir wollten ja noch eine kleine Soundprobe machen. Jetzt sind wir auch hier vollkommen außerhalb von irgendwelchen Wohngebieten. Es gibt höchstens ein paar Tiere, die wir stören. Hier sind jetzt gerade hunderte Libellen zum Beispiel. Unser guter Leo. Ja, Gasannahme ist nicht die beste. Und wie gesagt, der Schieber, der Gaser bleibt auch manchmal ein bisschen stecken. Nice! So geht hier die Straße entlang. Das ist mal eine der wenigen geraden Stücke auf dem Ho Chi Minh Highway. Kann man es auch mal laufen lassen. So. Und jetzt verlassen wir wieder den Ho Chi Minh Highway. Hier eine schöne Brücke. Ein gutes Fotomotiv.